Jo Leute, was geht's hier? The Devil of Tanks, willkommen zu einer weiteren Runde WoT Gutes Match Replay. Und am Start haben wir heute den VK3002D. Ja, das ist der Panzer, den ich ja privat spiele auf den Leopard. Und ich spiele mit Mr. Gunshan zusammen. Inzwischen haben wir schon den Indian Panzer, also PZ oder Panzer, wie auch immer man ihn nennen will. Den Achter halt. Und ja, da haben wir noch ein schönes Replay von diesem Panzer. Ja, was kann ich euch über diesen Panzer sagen? Er ist ein sehr schönes Stück zum Spielen, muss ich sagen. Also mit dem hast du schon Spaß. Das Problem bei diesem Panzer ist, das ist das Einzige, was ich, denke ich mal, so als Nachteil sagen kann, ist, dass er einfach zu wenig Durchschlag hat, weil der hat 132 Durchschlag als 7er. Und es ist ziemlich wenig. Also damit kommst du praktisch bei keinem durch. Und ihr wisst ja, plus 2, ne? Auf 9er, 8er hast du absolut null Chancen. Du kommst ja teilweise seitlich null durch und das wird halt schwer. Und ja, ihr seht schon beim Replay, da hat mich der Leopard, der Vierer, hat mich schon richtig zugesetzt. Der hat mir über 400 Damage gedrückt. Und der Kollege hier versucht irgendwie zu pushen. Ich weiß nicht, was er da genau versucht hat, aber ihr seht, ich gebe ihm Damage und versuche ihn gleich zu töten. Und das erste, zack, fast gelungen. Leider, wie gesagt, hat der Damage nicht gereicht. Wieso auch immer, aber trotzdem habe ich die Möglichkeit zu killen. Der hat sogar noch getankt, wie ihr seht. Also bei dem kommst du nicht so leicht durch. Und ja, erster Kill schon mal nicht schlecht, ne? Muss ich aufpassen wegen dem Leopard, weil er hat gesehen, 400 Damage hat er mir schon gedrückt, denke ich mir ja wahrscheinlich. Aber unterschätzen sollte man solche nicht, weil wenn ich habe ja Papierpanzerung, also seitlich und hinten. Und man hat ja gerade gesehen, seitlich habe ich richtig wenig. Richtig viele Löcher kassiert, deswegen ist das schwer zu überleben. Genau, auf jeden Fall fahren wir jetzt so. Ihr seht, ich fahre auch eine ganz andere Route. Ne? Ich fahre jetzt nicht immer in die Mitte, wo mein Kollege jetzt zum Beispiel hingefahren ist, sondern ich fahre dahin, wo ich mal halt nicht war, ne? Um zu testen, ob das mal funktioniert oder nicht, ob da viele Gegner sind oder nicht, oder stärkere Gegner. Ich gucke halt immer auf die ja, Balancierung von Gegnern an und dann gucke ich, okay, die haben mehr Heavies, die mehr Heavies werden wahrscheinlich da, dort sein. Und das erste, was ich mache, ist, gehe auf den hier. Schieße auf ihn und ja, ich denke, er schießt auf mich. Na, er entscheidet sich schlecht und ja, ich kill ihn. Ich weiß nicht, wieso er nicht auf mich geschossen hat, der UI-Experimental, aber okay. Sei ihm überlassen, ne? Hatte ich halt Glück, weil er hat nicht nachgedacht. So, da sehe ich einen Tiger 1 unten und ich will halt dem T3485 echt helfen. Und ich gucke, damit hinter mir keiner ist. Versuche gerade die Stuck auszunehmen und es gelingt mir auch. Ihr habt gesehen, keinen Scharfschützenmodus benutzt, weil, wie gesagt, ich vertraue auf meine. Ja, auf Spielerfahrung, dass ich da weniger ja daneben schieße. So, ich habe jetzt sogar aus beim Runterfahren auf dem Berg habe ich den Typen getroffen, den Tiger. Bin jetzt nicht durchgekommen und hier sind zwei Gegner und das ist ein bisschen eng. Auf wen schieße ich denn? Ich schieße auf den F20. Nein, muss ich den Tiger schießen? Ja, Tiger 2 hat noch zwei Schuss bei mir zu kassieren und das wird schwer, weil der F20 wird mir auch gleich auf den Keks gehen. Und schau euch mal, was ich mache. Ich fahre einfach durch, weil ihr seht, der Tiger 1 dreht seinen Turm viel zu langsam und ich nutze diese Gelegenheit super aus. Ohne zu kassieren, der E25 versucht mir krass einen in die Seite zu drücken. Ich natürlich, ne, versuche ihn zu kontern. Ich unterschätze den Kollegen nicht. Er steht 9-6, wir haben so gut wie gewonnen. Mein Kollege ist schon leider gestorben, aber es sieht gut aus. Wir haben gepusht auf der anderen Seite und ich habe auch gut getankt, sage ich mal. Einmal kassiere ich vom E25, vielleicht gleich nochmal, aber das wissen wir nicht. Und doch, wir kassieren nochmal. Und er hat sich entschieden, mich zu rammen. Was es ihm gebracht hat, weiß ich nicht. Aber mir auf jeden Fall einen Kill mehr. So, und ja, da hat er sogar Fuck geschrieben, ne? Meint er wahrscheinlich, weil er mich nicht rammen wollte. Naja, und ich brauchte noch einen Kill, dann hätte ich eigentlich alles erreicht, was ich brauche. Und ich habe gerade auf den Vierer geschossen und bin bei ihm nicht durchgekommen. Da seht ihr, was 132 Durchschlag alles bewirken können. Und ich schieße erstmal auf den Leopard, also auf den kleinen, nein, das ist der Lux, das ist ein kleiner Lux. Versuche ihn jetzt Blindshot zu killen, aber der ist clever und ist abgehauen. Und ich dachte mir, okay, ja, da hat er gerade geschrieben, er hatte keine Ahnung, wie viel Low HP der hatte. Ich versuche gerade mir noch den sechsten Kill irgendwo zu erspielen und trotzdem versuche ich irgendwie sicher zu spielen. Ne? Da kommt der Leopard, der mich davor angedamaged hat und zwar hart und jetzt versucht er das wieder. Ihr seht, er schafft es und danach nicht mehr, weil ich mich schon angewinkelt habe. Und ich habe den letzten Kill noch geholt, das ist der Leopard. Und ihr seht, das war ein schnelles Ding, ganz schnell gemacht, gut Game, alles schnell gemacht. Klar, für manche ist es nicht gut Game, aber es war ein gutes Spiel, denke ich mal. Wir sind gut durchgekommen. Sechsten Kill noch zurück zum Schluss geholt. Insgesamt im Zug haben wir 8 Kills gemacht, das ist über die Hälfte des Spielers. Also, denke ich mal, haben wir gut geschafft. Und ja, hiermit verabschiede ich mich von euch. Ihr seht wie immer die Ergebnisse wieder und.
Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen bei einem weiteren Part Let's Play WoT wieder. Bis dahin. Ciao.